Hallo und herzlich willkommen beim Bildfreaks. Heute bauen wir von der Firma Mold King den Lamborghini Veneno. Ja, keine offizielle Lamborghini-Lizenz, war ja auch zu erwarten. Modellnummer 13079, 2538 Teile mit Power Functions und LED-Beleuchtung. Wir haben zwei Möglichkeiten zum Steuern: eine App und eine Fernbedienung. Beim letzten Modell, dem C63, hat die App noch nicht funktioniert. Mal gucken, wie es jetzt ist mit dem, bis ich mit dem fertig bin, ob die App dann funktioniert. Da gibt es einfach für verschiedene Power Units, da gibt es 2, 3, 4 und 4.1 und 4.1 geht und 4 anscheinend noch nicht. Ob der jetzt 4.1 ist oder 4, muss ich gucken. Gut, Lieferumfang 2, Lieferumfang 2 Top-Anleitungen. Die Anleitungen von Model King sind super gut. Da kann man nichts sagen. Dasselbe gilt für die Teile. Die Qualität ist phänomenal. Wir haben 10 Bauabschnitte. Schön sortiert, wunderbar. Wir haben einen Power Unit Large Sized Motor. Wir haben einen Power Unit Servo Motor. Wir haben einen Power Unit XL Oversize Motor und noch einen XL Oversize Motor. Des Weiteren die Bluetooth-Funk-Empfänger, Akku, Ansteuerbox, alles in einem mit Ladekabel. Vier Reifen mit tollen Felgen. Das ist schon nicht richtig draufgezogen, aber die waren bei Mercedes schon top. Dann ein Kabel, wo dann hier die LEDs drankommen. Und dazu noch diese Fernbedienung hier für zwei AAA-Batterien. Funktioniert hier mit 2,4 GHz Funksystem und die App per Bluetooth. Okay, dann lege ich mal los und ich hoffe, ich habe genauso viel Spaß wie bei Mercedes. Der war top. Ob das Design hier auch geklaut ist wie bei Mercedes, weiß ich nicht. Wenn es jemand weiß, gerne unten reinschreiben, vielleicht den Replicable-Link. Ich gehe auch noch mal gucken bis zur Ausstrahlung. Vielleicht finde ich was, ob sie den auch wieder auf Replicable geklaut haben, wie sie es bei Mercedes gemacht haben. Wir werden sehen. Bis gleich. Was gleich auffällt, die langen Pinne sind nicht blau, sondern rot. Bei den Zweierpinnen haben wir Dark Bluish Gray und Weiß. Und hier haben wir also relativ normale Farben, Schwarz-Grau bei den Achsen, auch mal Blau und hier sogar einen in Gelb. Aber das mit dem Rot ist natürlich schön, wenn Sie die jetzt auch wirklich alle nach außen führen. Sieht nicht so aus, ne? Da oben. Naja, wir werden sehen. Aber immerhin schon mal schön, dass sie es farblich angepasst haben. Also lohnt sich vielleicht auch einfach nur für Mockbauer, wenn ihr keine roten Pins bekommt. Kauft euch das Set und ihr habt noch coole Power Functions. Geht gleich wieder gut voran hier. Unten haben wir Frames verbaut, kurze und lange. Seitlich Liftarme. Und der Servo ist praktisch schon eingezimmert. Alle spitze. Pins laufen wie Butter rein, gehen aber auch gut wieder raus. Ohne Probleme. Dasselbe Problem wie bei der Mercedes-Anleitung. Die Kabel werden nicht aufgeführt. In der Bedienungsanleitung ist nicht wirklich schlimm. Nur man muss dann zwischendrin dann schon später überlegen, wo kommt die Batteriebox hin und wie lege ich das Kabel am besten. Weil wenn man im Nachhinein nochmal irgendwelche Liftarme abnehmen muss, um das Kabel besser zu legen, das ist ein bisschen nervig. Also sobald man raus hat, wo die Batteriebox sitzt, sollte man gezielt darauf achten, wie man das Kabel hat.
ordentlich was gearbeitet. Schönen festen Block hier gebaut. Edern verbaut. Alles um den Motor, der zentral liegt, hier herum angeordnet. Lässt sich wunderbar bauen. Man muss ein bisschen in der Anleitung gucken. Hell- und dunkelgraue Pins und Achsen. Ich habe es jetzt einmal anscheinend irgendwie verwechselt. Da schon irgendwo einmal dunkelgrau statt hellgrau. Und, ja, egal. Davon sieht man später eh nichts mehr. Aber achte drauf. Aber bis jetzt ist clever konstruiert. Gut gemacht. Stabil. Klasse. Mit Bauabschnitt ein Zimmer fertig. Ließ sich wunderbar bauen. Übrig wären die zwei. Vielleicht habe ich es auch irgendwo vergessen. Müssen wir später mal gucken. Ich glaube es aber nicht. Weil er ist nicht ganz symmetrisch. Das wundert mich. Zum Beispiel hier. Und hier. Aber ist in der Anleitung auch so. Also warum da nicht auch grau ist. Unten wie oben. Bei dem Dreierliftarm. So wie hier drüben. Okay, Bremsscheiben sind dran, Radaufnahmen sind dran. Servo war gerade, als wir die Lenkstange eingezogen haben, nicht so wie bei Mercedes, wo wir dann beim Nachjustieren nochmal den Servo verstellt haben, also ich. Und dadurch jetzt einen schrägen Radstand habe bei Mercedes. Und das natürlich erst gemerkt habe, als ich fast fertig war. Oder wenn die Räder dran und unten halt alles zugebaut. Ich mache jetzt hier nochmal den Test. Hänge ihn nochmal an den Motor, an die Batteriebox. Und dann gucke mal, wenn er gerade schaltet, ob alles in Ordnung ist. Aber soweit alles gut. Wie gesagt, nicht ganz symmetrisch. Und eine lange Achterstange durchzuschieben durch mehrere Sachen geht auch. Also die langen Achsen sind auch ein ganz klein bisschen dicker. Nicht so wie bei Xihile, wo ich es mit dem Hammer reinklopfen musste. Also man kriegt schon durch, aber man braucht ein kleines bisschen mehr. Also so ab 7, 8 merkt man es, dass das Maß ganz leicht abweichend ist. Aber es ist problemlos. Also die Kraft hat, ja, das ist auch ein 7- oder 8-Jähriger. Insofern alles wunderbar. Ach, ich habe noch einen Stickerbogen gefunden. Ha. Ja. Ja, die kann man sogar nehmen. Aber wir haben jetzt einen Teil der Mittelkonsole gebaut später vom Auto. Und hier schaltet man mit dem Hebel, so viel ich weiß, dann um auf die Türen zu öffnen. Irgendein Motor muss man umschalten und dann gehen die Türen hoch. Hier unten haben wir Umlenkmechanismen. Alles solide. Wird jetzt dann gleich hier mit dem zuerst gebauten Hauptstrang aus Teil 1 verbunden. Läuft auch alles gut, wenn man genug Spiel lässt. Wie immer läuft es wunderbar. So sieht das Ganze jetzt miteinander verbunden aus. Ich weiß immer noch nicht genau, wo das Kabel lang muss, deswegen habe ich mir hier mal oben. Unten wäre blöd, weil kommt es in die Nähe von Zahnrädern. Also ich hoffe irgendwie sehnsüchtig, dass das oben lang laufen kann. Wenn nicht, habe ich nämlich ein Problem. Runter kriege ich das nicht mehr. Müsste ich alles neu bauen. Naja, gut. Aber sonst müsste es hier unter dem roten Kardantunnel hier durchlaufen. So hoffe ich, dass ich es irgendwie hier oben verlegen kann. Aber wir werden sehen. Durchdachte Konstruktion, clever gelöst. Muss ein bisschen aufpassen, weil es nicht ganz symmetrisch ist. Ich habe mich jetzt so eine 15er Liftarm um eine Position versetzt gehabt und habe es nicht gleich gesehen, erst als dann da unten die lange Lenkstange nicht durch ist. Da habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Gut.
Also passt da gut auf, weil wie gesagt, es ist nicht ganz symmetrisch. Ich sehe es auch an den Farben. Ne? Links alles grau, vorne rot, rechts hier grau, unten rot. Also das ist ein bisschen seltsam, das Modell. Aber bauen lässt sich gut, also keine Probleme. Ah, soweit haben wir uns die ersten Bauabschnitte gebracht, 1 und 2. Es ist ein bisschen nervig, weil es unsymmetrisch ist von den Farben und manchmal auch von den Anbringungsarten. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Wieso, weshalb, warum? Naja. Plötzlich taucht auf einer Seite auf, wie ich das Kabel führen soll. Urplötzlich. Da war es allerdings schon zu spät, da habe ich schon hier oben raus. Das heißt, wenn ihr die beiden Teile verbindet, den Kardantunnel und so weiter, holt es hier unten raus. Ich glaube, es geht trotzdem noch, dass ich an die Batteriebox komme, weil ich wollte nicht diese ganze Seite, hätte ich hier alles wieder wegnehmen müssen, um das Kabel umzulegen. Da war ich dann doch zu faul für, habe gehofft, okay, wir werden sehen, wo die Batteriebox hinkommt, vielleicht hast du Glück. Also am besten blättert ein bisschen vor, bevor die Teile verbindet und dann seht ihr, wie plötzlich das Kabel auftaucht. Total bescheuert. Okay, das ist aber auch das einzig Negative, was ich sagen kann. Der Rest ist gut, ein bisschen friemelig manchmal zum Anbringen, weil es halt auch unsymmetrisch ist. Und wenn man wirklich darauf überlegt, kann das jetzt sein? Ist es richtig, ist es falsch? Ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, lässt sich gut bauen. Wir werden sehen, ob hinterher alles funktioniert. Das steht natürlich wieder mal auf dem anderen Blatt. Für mich ein neuer Tag, für euch ein paar Sekunden. Ich bin bei Bauabschnitt 3 und das beginnt mit einem Rahmen und einem Differential innen drin. Zwei große Zahnräder außen im Rahmen, also innen außen im Rahmen. Dann wird das Ganze mit einem Gestänge versehen und auf das Gestänge kommen dann Liftarme und Federn und so weiter. Seltsame Bautechnik, aber ich habe nochmal geguckt auf Rebrickable und heute hat mich auch ein Zuschauer mit einem Post darauf aufmerksam gemacht, es wundert mich nicht mehr. Mich haben die Bauabschnitte 1 bis 2 schon so ein bisschen gewundert, also 1 und 2 schon ein bisschen gewundert, gedacht, das sind seltsame Bautechniken, okay. Irgendwas stimmt hier nicht, das Endergebnis ist geil. Und dann habe ich mir hier auch nochmal genau die Kotflügel angeguckt. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, da habe ich auf Rebrickable geguckt. Ja, dieses Modell ist von Lox Lego. Hat noch einen anderen Namen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, dieser Mann hat auch den Ford Mustang Hoonigan gemacht. Der ja auch super aussieht, aber Grütze zu bauen ist, vor allem mit einer scheußlichen Bauanleitung und einfach seltsame Bautechniken benutzt. Alles etwas obskur, unnötig kompliziert und so weiter. Also der Ford Mustang ist für mich kein Auto, was Spaß gemacht hat zum Zusammenbauen. Und er hat auch den hier designt. Gut, das wissen wir wenigstens, wo Moleking geklaut hat. Wenn sie es wie, ja, mal gucken, ob sie ihn abändern. Also ob das ein bisschen einfacher ist oder genauso schwer zu bauen. Weil sie bringen auch den Ford Mustang Hoonigan von ihm raus, unmotorisiert. Und da kann ich dann vergleichen direkt, ob es einfacher oder besser oder einfach das Gleiche, nur mit professioneller Anleitung, guten Teilen ist. Gut, wir werden sehen, ob wir den Roadster hier gut zusammenkriegen, ob alles funktioniert einwandfrei. Den Lamborghini und ob ich zwischendrin nochmal fluch über unnötiges, kompliziertes Design und seltsame Methoden. Also ich habe nichts gegen Lox Lego, ja. Der Mann hat Talent, die Autos sehen toll aus, nur er benutzt halt manchmal Bautechniken, wo man sich den Kopf schüttelt und wenn man sich nicht so gut auskennt wie ich bei Technik, auch nicht weiß, ob es vielleicht eine bessere Lösung oder eine einfachere gibt. Gut, hier geht es jetzt weiter mit Federn. Dann hier auf der Seite
Ja, hier bekannte Teile. Ich schätze, wir werden das jetzt soweit fertig machen, dass alles soweit ist, um die Räder aufzunehmen und Differential hier alles fertig ist, um es dann an den anderen Strang anzuschließen. Ja, soweit haben wir das hier zusammengeklöppelt. Ja, Entschuldigung, so. Sehr solide Konstruktion auf jeden Fall. Viele, viele Liftarme, eng bebaut auf engem Raum. Und wir haben auch noch einen Fehler entdeckt in der Bedienungsanleitung. So, Seite 53. Bauabschnitt 42, 28. Sollen die zwei Endstücke auf die Achsen geschoben werden? Das Witzige ist nur, dass man die schon zwei Seiten früher haben wir die schon mit Gestänge dahin geschoben. Also ich habe gerade dreimal geguckt. Also auf der nächsten Zeichnung waren sie dann auch wieder weg. Also gut, also nicht wundern, wenn ihr euch holt. Ein kleiner Fehler in der Bedienungsanleitung, aber der ist wohl offensichtlich. Und wir kommen jetzt dazu, unseren ersten Powermotor einzubauen. Leider hat der auch wieder kein Kabel in der Bedienungsanleitung, sodass ich wieder nicht genau weiß, wie ich das Kabel verlegen soll. Hoffen wir, dass hinterher alle ausreichend lang sind, wenn ich an die Connector-Box komme. Gut, viel haben wir nicht mehr, da kommt jetzt noch ein paar Paneele, ein paar Liftarme. Und dann haben wir es mit Bauabschnitt 3. Da ist er fertig, unser Bauabschnitt Nummer 3. Beide Motoren dran geflanscht. Das Ganze nochmal mit einer lustigen Unterkonstruktion versehen hier, die man hochklappen kann. Noch. Ich schätze, wird aber hier auf der Seite dann auch hier hinten mit dem Motor befestigt, wie auf der anderen Seite auch. Also unten drunter ist dann große Platte, großes Panel. Seltsame Konstruktion. Ja. Ich schätze, dass es hier wieder dasselbe ist, wenn, wo ist sie hier? Jetzt bei Mercedes schon, wenn die Laufrichtung der Motoren vertauscht ist, dann einfach zweimal lange A, zweimal B oder C oder D, beide zusammen länger drücken, bis es hier kurz blinkt in der Mitte. Und dann hat er die Laufrichtung vom Motor verändert. Hier sitzen jetzt beide Motoren, machen Dampf, den Servo haben wir schon verbaut. Es bleibt noch ein Motor, ich schätze, der ist für die Flügeltüren zuständig. Antrieb und Lenkung haben wir soweit verbaut. Ach, witzig ist, dadurch, dass wir dieses Teil zu oft aufgeführt haben, haben wir es natürlich auch zweimal über. Und die waren hier schon drin. Werden aber jetzt noch nicht gebraucht. Schätzt man das, oder? Nee. Sind noch nicht verbaut. Gut, jetzt zimmern wir mal das Stück hier an das Große dran. Die Hälfte von vier ungefähr verbaut. Jetzt den vorderen Teil mit der Lenkung, mit dem hinteren Teil mit dem Antrieb verbunden und auf beiden Seiten mit jede Menge Liftarmen und den gebogenen Liftarmen hier, den gewindelten, verbunden. Jetzt werden hier auf der linken Seite noch die Paneele unten angebracht. Und dann haben wir so ganz grob schon mal einen Eindruck von der Länge und von der Breite vom Auto. Dürfte wahrscheinlich ungefähr wie der Mercedes vom Maßstab her sein. Ich schätze mal auch, was ist das, 1 zu 8? Steht es drauf? Nein, 1 zu 8, 1 zu 10, irgendwie sowas. Also ich glaube, ein gutes Stück kleiner als der Porsche oder der Bugatti. Naja, wir werden sehen. Ich messe die mal alle aus zum Review-Teil in Länge, Breite, Höhe. Und notieren wir das mal, dass wir so ein bisschen Referenzen haben. Fast zu Ende mit 4. Ein Haufen Aufbauten links und rechts sind dazu gekommen, um alles zu stabilisieren. Hier ein Mechanismus zum hochgedreht werden, dass das hier
rausfährt. Hier haben wir den letzten Motor angebracht, den L-Motor hier seitlich. Hier geht es nach innen, darauf dann zum Umschalten. Wenn wir sehen, wie das alles funktioniert. Auf einem Bild war es auch ein bisschen das Kabelmanagement, welche ungefähr später wohin kommen. Also Batteriebox wird wohl irgendwo hier in der Nähe sein, ganz gut zugänglich. Und A, B, C, D, wie welcher wo mit wem zusammenhängen muss später. Das war es eigentlich sehr gut dargestellt in der Anleitung, kein Problem. Und ja, es ist nicht rudimentär falsch, dass ich es hier oben rausführe. Man wird es vielleicht später im Innenraum sehen, ein kleines bisschen. Aber ich schätze, da kommt ja auch noch ein Sitz hin oder irgendwas. Wir werden sehen. Bauabschnitt 4 ist fertig. So langsam kann man die Größe gut abschätzen. Hier haben wir die guten Kopfstützen. Und dann denke ich, wird hier Lenkrad sein, hier hinten mit Batteriebox sein. Ich denke, als nächstes kommen noch Sitze und ein paar Verstrebungen und so weiter. Und dann wird es langsam an den Verkleidungsaufbau von Chassis gehen. Mal gucken. Bis jetzt lässt er sich wesentlich besser bauen als angenommen. Und wesentlich besser als den Ford Mustang Hoonigan vom selben Designer. Da geht's weiter. Wir haben den ersten Sitz eingebaut. Das mache ich immer so mit am liebsten. Bin auch immer sehr gespannt auf die Konstruktion der Sitze. Hier sind sie jetzt eher wieder ein bisschen schlichter gehalten. Lassen sich auch gut und schnell bauen. Also man hockt nicht eine halbe Stunde an einem Sitz. Und auch nicht so aufwendig konstruiert, wie ich es erwartet habe. Und da schieben wir jetzt hier unten drunter eine Bodenplatte aus Fliesen, die ein bisschen matt sind. Aber wenn man da einmal mit einem Tuch rüber geht, also verkratzt sind sie nicht. Das sind alles eher Fingerdapsen und Fettflecken oder sowas. Aber die Qualität auch der normalen längeren Fliesen und der Platten ist super. Also auch da hat Moldking entweder eigene Molds oder einen guten Zulieferer für die normalen Standardteile, Systemteile. Die sind auch echt von guter Qualität. Jetzt habe ich doch vor lauter Bauen vergessen, Video zu machen. Bauabschnitt 6 ist fertig mit nur 2 Takes. Gut. Wir haben beide Sitze drin. Sind Mirror Build, also genau gleich aufgebaut. Dann haben wir von unten auf beiden Seiten so Rahmen angebracht und oben drauf, was ihr jetzt da seht mit den weißen und hier drüben mit den Dark Bluish Grey Kacheln, das ist oben dann befliest im Innenraum. Das ist richtig cool gemacht. Davon, dass es erst später drunter geschoben wird und nicht mit Paneele gemacht wird, wie sonst so oft, sondern mit Rahmen und Fliesen. Das ist eine richtig coole Idee hier innen drin. Schön glatt und sieht auch wesentlich besser aus als ein Panel. Dann haben wir hier eine Seitenlinie gebaut aus einem großen langen Slope und Fliesen und einem Panel. Richtig schön. Hier an der Seite haben wir was verbaut. Ich glaube, das hatten wir schon, was jetzt hier hoch und runter geht. Aber dasselbe haben wir, oder wir haben noch was verbaut auf der Seite. Hier genauso, da sitzt es nicht drin. So, jetzt hier. Also auch hier die Möglichkeit, hier unten drunter, auch unter dem Befliesten, sitzt praktisch ein kleiner Mechanismus, eine Übersetzung, die dann das hier auch wieder rausfahren kann, wieder drüben. Also beides für die Flügeltüren zuständig, wo dann hier umgeschaltet wird. Ist clever konstruiert, nicht so umständlich wie gedacht, also Lox Lego, hier ist es nicht ganz so schlimm wie beim Ford Mustang, wo man wirklich das Gefühl hat, dass es irgendwie über Jahre hinweg über Jahre hinweg zusammengeschustert worden, irgendwie bei dem Ford Mustang, was man auch an der Anleitung den Eindruck hat, weil es mit Bildern gemacht ist. Das hier ist ein bisschen
durchdachter. Auch manchmal ein bisschen kompliziert in der Denkweise, aber durchdachter und strukturierter aufgebaut. Mold King hat auch eine gute Anleitung draus gemacht. Also da kann man überhaupt nichts. Es sind zwar einmal ein, zwei, drei kleine Fehler drin, wo dann in der Anleitung ein Pin rot hier rausschaut, aber der ist dunkelgrau. Oder so, oder hier hinten war es. Achse guckt hinterher in rot raus, wenn du es dran hast. Du hast aber schwarze Achsen montiert. Das verwirrt einen erst, weil man nach dem roten Punkt sucht, wo man den Liftarm draufschraubt. Und dann sieht man aber, gut, das kann nur das Teil sein. Also haben sie dann in der Anleitung das aus Versehen rot gefärbt, weil sie zwar 40 Seiten vorher in schwarz verbaut hatten. Aber das sind Kleinigkeiten. Ansonsten ist alles gut. Hier haben wir die Übersetzung von der Lenkung. Ich denke, das funktioniert auch alles wunderbar. Also macht echt mehr Spaß als erwartet. Bis hierhin waren eigentlich Bauabschnitt 1 und 2 die frustrierendsten. Und das heißt, frustrierend war es auch nicht, aber da hat man sich echt gewundert, warum so asymmetrisch und ein bisschen komisch alles. Je weiter man baut, umso strukturierter und besser wird es eigentlich. Ich denke jetzt mal, ne, Bauabschnitt 6 fertig, 7 wird es dann langsam Richtung Verkleidung vom Auto gehen. Also ich denke mal, dass die Türen wahrscheinlich als nächstes gebaut werden. Und dann hintere und vordere Verkleidung. Aber soweit, echt ein schönes Modell. Auch wieder clever mit den Pins und den Ding gearbeitet. Mit den kleinen Achsen in drei, vier verschiedenen Farben. Also man kann es auch noch besser machen. Sie sind manchmal ein bisschen inkonsequent. Guck mal, hier guckt jetzt zum Beispiel ein Dark Bluish Grey Pin raus. Das wäre doch besser gewesen, wenn der rot wäre. Ja? Also wenn sie schon so viele Pinne, vor allem weil er hier weiß ist. Also es ist manchmal ein bisschen inkonsequent, wie sie mit den Farben umgehen. Sie haben so viele Pinne und Achsen dabei und dann nutzen sie es nicht immer konsequenter. Hier, das wäre doch top gewesen in Rot, genauso hier in Schwarz. Also es ist manchmal ein bisschen, ja, gedacht, aber nicht konsequent zu Ende gebracht dann. Aber immerhin, sie machen sich mal Gedanken drüber, über die vielen farbigen Pins. Von daher ist der Mercedes und das hier beides tolle Modelle, weil auch der Hardcore-Lego-Fan, der sowas nie kaufen würde, qualitativ super Pinne in Farben bekommt, die von Lego nie wieder sehen wird. Insofern ist es vielleicht auch ein Modell, was interessant ist für so manchen zum Ausschlachten. Man kriegt super Qualität der Teile, gute Elektronik. Und ja, ein paar coole Pinfarben. So, das war Ende Video Teil 1. Teil 2 sind dann die Bauabschnitte 7 bis 10 und mein Review oder mein Fazit zu der ganzen Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mir hat es doch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es im zweiten Teil genauso weitergeht, dass sich das genauso gut bauen lässt von der Qualität, von der Anleitung und allem her. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch beim Teil 2 wieder rein. Ich bin der Frank von den Brickfreaks. Habt eine gute Zeit. Bye, bye.